Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum fünften Teil unserer Reihe, Gesprächsreihe mit Regisseuren, die der Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler, der BFFS, dieses Jahr hier organisiert hat. Hier vorne sind noch ein paar Plätze frei, wenn jemand sich noch vorne hinsetzen möchte. Heute haben wir unser Mitglied Christiane Filler, die die beiden Regisseure Stefan und Simona Gieren interviewen wird. Und die haben den Film Kundus heute hier am Start. Also der läuft heute um 19 Uhr in Metropolis und am 6.10. nochmal um 17 Uhr im Cinemax 4 und ist ein äußerst interessantes Projekt. Also viel Vergnügen und ja, los geht's. Auch ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen. Ich möchte noch mal eins vorweg sagen zum BFFS. Wir sind nicht nur über 2200 Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern eigentlich haben wir alle oder fast alle mehrere Berufe. Nämlich wir sind auch Bäcker, Handwerker, Musiker, Regisseure, Autoren. Und unter anderem gibt es auch einige Fotografen unter uns. Und ich möchte noch mal ein herzliches Dankeschön an unser Mitglied Sebastian Faust, Schauspieler und Fotograf, sagen, der jeden Abend hier um 18 Uhr bis 18.30 Uhr fotografiert. Unentgeltlich, sondern das Honorar besteht aus Ehre und Ruhm, hoffentlich bald. Und ich soll noch mal gerade den Sponsor erwähnen. Maison Macaron, da dürft ihr euch nachher oder auch zwischendurch bedienen. Die sind die bunten Leckerlis da drüben auf dem Tisch. Jetzt habe ich den Faden verloren, also ich wollte Sebastian noch mal vorstellen und so auch die Brücke schlagen zu unseren Gästen. Herzlich willkommen, Simona und Stefan Gieren, die nämlich auch nicht originär Filmregisseure sind, sondern, das werden sie gleich erzählen, angehende Theaterregisseurin, im vorherigen Leben auch noch einen anderen Beruf erlernt hat, Stefan, der eine Produktionsfirma hat und Produktion an der HMS studiert hat. Und ja, herzlich willkommen. Und dann würde ich gerne erstmal Simona, zu der habe ich nämlich bisher am wenigsten ergoogeln können, nichts gefunden. Ich hatte 3 Seiten Material zu Stefan, über den weiß ich jetzt eine ganze Menge. Eben habe ich auch noch 10 Minuten mit den beiden plaudern können, habe auch eine ganze Menge erfahren. Aber über Simona weiß ich eigentlich nur, dass sie derzeit Theaterregie studiert. Genau, und ich habe Kunst studiert davor an der Freien Kunstschule und an der HFBK und ganz viele Projekte, einfach freie Projekte organisiert mit Kriegskindern. Im Kosovo zum Beispiel habe ich Theater gemacht, für mehrere Monate dann. Nach Kroatien sind wir gegangen und haben dann da, ja, also ein bisschen therapeutisch Theater gemacht. Und nebenbei bin ich noch Mutter, was auch immer noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Von 4 Kindern, wie ich eben erfahren habe. Ja. Baujahr 1985, also Respekt. Alles Jungs. Wart ihr auf Mädchen? Nein. Wir haben es versucht, klappt nicht. Das war jetzt der letzte Junge, der Isai, der hier irgendwo schlafend umhergetragen wird. Du studierst in welchem Semester Theaterregie? Offiziell bin ich jetzt im 7. schon oder 8. Eigentlich müsste ich schon bald fertig sein, aber durch den Zweitjob Mutter hinke ich ein bisschen hinterher und klingt mich immer so in das Semester ein, wo es für mich gerade passend ist. Und da sind die Leute auch von der Theaterakademie hier ganz, ganz kulant und es ist wirklich toll, dass ich das machen kann. Da weiß ich auch, dass du nicht die Erste bist, die während des Studiums, das scheint irgendwie so ein bisschen Usus zu sein, da an der Schule Mutter wird und dann später abschließen. Ja, ich glaube aber, ich war die Erste, die als Mutter genommen wurde, okay, aufgenommen wurde. Und ein Semester nach mir haben sie dann mehrere Mütter gleich, ich glaube, von 6 Studenten sind wir immer, haben sie dann 3 davon als Mütter aufgenommen und dann dachte ich, gut, also kein schlechtes Zeichen. Super. Okay, zu Stefan. Stefan, du hast studiert an der HMS, Produktion und nicht Filmregie. Man kommt sich auch immer ein bisschen vor wie ein Betrüger, wenn man dann als Regisseur hier so eingeladen ist. Ich finde das ja super. Ich denke so, das kann ich doch eigentlich gar nicht. Ich finde das ja super, dass
dass es immer wieder Menschen gibt, die eben andere Dinge sich dann trauen zu tun, obwohl es eigentlich nicht ihre Profession ist, und sagen und behaupten und sagen, nee, ich habe ja eine Geschichte, die möchte ich gerne erzählen als Autor, als Schauspieler und so weiter und so fort, habe aber eigentlich vielleicht zwar was artnahes studiert oder gelernt und probiere das dann aus. Und was mich interessiert, also genau, du hast studiert an Produktion studiert, du hast aber vorher sicherlich auch noch etwas anderes gemacht. Ja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile in Hamburg und hatte hier erst Medientechnik studiert. Bin sozusagen eigentlich von Haus aus Diplom-Ingenieur und hatte dann damit eigentlich nicht das einzige Sinnvolle, was ich wusste, was ich damit machen kann, war die alte Sendeanlage aus Lübeck, die alte Fernsehsendeanlage aus Lübeck abzubauen, nach Afghanistan zu karren. Und dann haben wir die da aufgebaut und haben erst so einen Videorekorder angeschlossen und nach dann so ein kleines Fernsehstudio drumherum gebaut. War so ein Bildungsfernsehsender mitgegründet. Mit einem afghanischen Kollegen, der sozusagen die ganze Zeit ist vor Ort betreut und da die Hauptlast macht und ich so ein bisschen mich in diesem Ruhm mit Sonne und auch einfach Spaß habe, da ein, zwei Mal im Jahr hinzufahren und meine Familie zur Sorge zu bringen. Und, ja. Und, das auf jeden also ich Fall. Bin sozusagen, eigentlich habe ich eine technische Vorbildung, hatte aber immer das Gefühl, dass ich quasi nichts richtig gelernt habe, aber über alles, was mit Film zusammenhängt, so einen Überblick hat. Deswegen war Produktion, glaube ich, auch erstmal das Naheliegendste zu wissen, okay, da kann dich keiner hinters Licht führen, du weißt auf jeden Fall, du kennst alle Prozesse und so. Und genau, so hat sich das ein bisschen in Richtung Filmstudium dann auch ergeben. Und viele kennen vielleicht den Abschlussfilm von Stefan, den Max oder Max Zähle? Max Zähle war der Regisseur oder ist der Regisseur von Raju, der ausgezeichnet wurde mit dem Studenten-Oscar und ich weiß nicht, wie viele, ich habe es nicht durchgezählt, aber viele Preise gewonnen. Wir haben über 50 internationale Preise damit gewonnen mit dem Film. Respekt, auch also das hat einen Applaus verdient. Und wie seid ihr dann schlussendlich auf die Idee gekommen? Also wann war die Idee da? In Afghanistan entstanden oder vielleicht sogar mit, wo ist er? Arash Marandi, eurem Hauptdarsteller? Der hat sich nicht getraut, hierher zu kommen. Er ist schon geflüchtet. Wie seid ihr dazu, also auf die Geschichte gekommen und wie seid ihr darauf gekommen zu sagen, okay, ich mache die Regie, beziehungsweise wir machen die Regie gemeinsam? Das ist ja nun auch nichts, was man alle Tage so macht. Also die Idee ist Stefan gekommen, einfach, ich glaube, so nach einem Jahr, nachdem das war oder ein halbes Jahr danach, weil da so viel drumherum war. Und nachdem ihr den Fernsehsender nachdem dieser Vorfall, Kokundus-Bombardement stattgefunden hat und dass wir das zusammen machen, es hat sich einfach so entwickelt, weil auch außerhalb, wenn jeder ein eigenes Projekt hat, dann reden wir einfach drüber, wie man das in der Ehe macht oder wir tauschen uns aus und sprechen viel darüber und das hat sich einfach so intensiv entwickelt, wo wir gemerkt haben, da steht schon so viel, wenn wir das jetzt aus der Hand geben würden an irgendjemand anderen, dann ist es nicht mehr das. Und zum anderen hatten wir auch das Gefühl, dass der Theateransatz für so ein Projekt gar nicht so schlecht ist, wenn ich den ein bisschen mit da reinbringe von meiner Seite aus. Aber vielleicht kann Stefan noch mal zu der Idee ein bisschen was sagen. Na, also ausgehend davon war, ich habe einen starken Kontext zu Afghanistan durch meine Arbeit da drüben. Und dann war dieser Vorfall und ich wusste noch als ich die Pressemitteilung, und dann hieß es damals schon 70 tote Taliban, ich wusste damals, das sind niemals so viele bewaffnete Kämpfer auf einem Haufen, da müssen auf jeden Fall Zivilisten dabei gewesen sein. Und dann hat sich das nach und nach tatsächlich auch in diese Richtung entrollt und mich natürlich vielleicht ein bisschen stärker betroffen als jetzt den normalen Tagesschau-Zuschauer. Und die Idee war dann während der Berlinale 2011, auch so ein bisschen aus dieser Sache heraus, du hast jetzt deinen Abschluss an der Filmhochschule, musst jetzt auch was drehen, egal was, dreh jetzt einfach. Und wenn es sein muss, einfach nur mit dem iPhone auf einer Toilette. Und ihr habt und das praktisch war tatsächlich ja wirklich mit dem iPhone gedreht. Ne? Ja, also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob man das öffentlich sagen, wir hatten in unserem Förderantrag an die Hamburger Filmförderung, deswegen bin ich denen unendlich dankbar, dass sie so viel Mut aufgebracht haben. Wir haben geschrieben, na vielleicht filmen wir den komplett auf dem iPhone, komplett in der Toilette, nur Monologe, wahrscheinlich nur einen Schauspieler. Und er wird völlig unansehnlich, super anstrengend, weil ein Antikriegsfilm, ein Film, den man eigentlich nur in den Sand setzen kann. Aber jetzt einmal nach der Filmhochschule darf ich einen Film in den Sand setzen und das soll jetzt dieser sein. Und ich habe dann die Förderung fast ohne Einschränkung bekommen. Die Idee, das zusammenzumachen, kam daher, dass wir wussten, es ist ein Film, der jetzt eben nicht nur iPhone und nicht nur, sondern er ist tatsächlich auch sehr, sehr poetisch und ansehnlich geworden. Aber er ist trotzdem ein Kammerspiel und wir wussten, dass
funktioniert mit Schauspielern. Wir hatten dann eine recht frühe Drehbuchfassung, die sehr, sehr monologhaft war, und wir wussten, das muss mit Schauspielern funktionieren. Und wir gehen darüber ran, dass wir uns relativ früh unsere Leute suchen und ganz früh eine Probephase gehen. Kannst du gleich nochmal erzählen, wir sind mit Arsch durch eine fast dreimonatige Probephase gegangen und haben dann nach und nach auch die anderen Schauspieler mit dazugeholt. Und in dieser Zeit ist auch das Drehbuch maßgeblich eigentlich nochmal mit entstanden und verändert worden. Ja? Okay. Das heißt, ihr habt mit den Schauspielern gemeinsam dann das Drehbuch und vor allen Dingen die Dialoge entwickelt. Also das heißt, die Geschichte stand. Genau. Und ihr habt dann bei den Proben die Dialoge und die Monologe weiterentwickelt. Ja, oder auch, also erstmal haben wir, als die erste Fassung stand, haben wir uns einfach viele, viele Abende mit Arash einfach zusammengesetzt. Also ist Arash zu uns gekommen und wir haben einfach wirklich immer wieder in regelmäßigen, einmal die Woche, haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben gesammelt, recherchiert und Gedanken dazu ausgetauscht und bis in die Nacht gesessen. Und das hat Stefan dann einfach wieder in eine neue Fassung mit einfließen lassen. Und dann haben wir uns wieder getroffen und so einfach. Das war die erste Phase. Bevor wir überhaupt ins Proben gegangen sind, haben wir ganz viel solche Sachen gemacht. Das heißt aber, Arash stand von vornherein fest. Das ist die Geschichte, die Arash nicht kennt. Ist doch schön. Simona kam nämlich irgendwann mal wieder, die hatte ihn in Proben gesehen für die Theaterakademie, für ein Übungsstück in der Theaterakademie, und meinte, da war so ein Typ, der war total irre. Der hat sich so sehr in Rage gespielt, dass die Regisseurin ihn kaum noch bändigen konnte. Und dann meinte ich, so, genau so einen brauchen wir eigentlich. Und dann habe ich ihn angerufen. Soll ich jetzt eigentlich kommen? Nee, ist okay, aber ich bleib mal. Alles gut, Arash. Und dann war Arash Marani, der Hauptdarsteller von Kundus. Und dann war Arash einfach schon ganz früh mit an Bord und hat sich auf diese Rolle eingelassen, auf dieses Abenteuer, diesen Film auf diese Art und Weise herzustellen. Und aber ihr kanntet ihn schon aus der Produktion Wie ein Fremder von Lena Liberta, ja oder nein? Ich kannte ihn nur aus der Theaterakademie, weil er ja aber sozusagen mit mir zum Teil parallel studiert hat, da Schauspiel dann. Okay. Genau, ich wusste von ihm auch, aber das war tatsächlich meine erste Begegnung mit ihm, war über diese Erzählung von Simona aus den Proben an der Theaterakademie. Weil Arash, wann habt ihr den gedreht, den Film? Wie ein Fremder von Lena Liberta, die hat im Jahrgang vor euch, glaube ich, abgeschlossen, ne? Nee, die war mit uns. Im gleichen Jahrgang. Okay, dann auf jeden Fall hat er dort die Hauptrolle gespielt, wie ich fand, auch sehr, sehr gut. Ich habe ihn dort da auch entdeckt und gesagt, das ist ein toller Schauspieler, den man weiterempfehlen muss. Deshalb habe ich gedacht, dass das irgendwie so eine Querverbindung gegeben hat. Auch, ja, aber wie gesagt, das war irgendwie, das passte, das war irgendwie auch sofort. Das war genau zu dem Moment, wo ich da eben diese Proben da irgendwie miterlebt hatte und ihn dann so ein bisschen mehr erlebt hatte, wie er auch da rangeht. Und da haben wir ihn gefragt, ob er sich darauf einlassen will, und er hat ja gesagt. Und bevor wir nochmal auf die Probensituation, also die ihr eben beschrieben habt, das wäre schön, wenn ihr dafür zu näher was erzählen könnt. Habt ihr sonst für die anderen Figuren ein klassisches Casting gemacht? Habt ihr mit einem Caster zusammengearbeitet? Wie seid ihr auf die Schauspieler gekommen, die ihr dann schlussendlich ausgewählt habt? Es sind doch, glaube ich, zwei hier noch im Raum. Ja. Julia Dietze. Julia Dietze ist da. Wo bist du denn? Die sitzt dort vorne, die Blondine in der Mitte. Und Jeff. Und Jeff Caster. Da. Unser Pilot. Schön, dass ihr da seid. Also wir haben den Casting-Prozess, den wir gemacht haben, ist, dass wir haben uns die Leute angeguckt und haben gesehen, mit Jeff hatte ich zum Beispiel schon zusammengearbeitet, mit Julia hatten wir noch nicht zusammengearbeitet, wir haben uns Sachen angeguckt von ihr und haben mit denen auch geredet. Für uns war es eher wichtiger, also wir haben uns jetzt nicht 50 Leute aneinander, an uns vorbeigeschleust. Aber über einen Caster vorgeschlagen oder seid ihr selbst ins Netz gegangen und habt was? Teils sogar, selbst, ne? Also wir haben meistens alles selber gemacht, wir hatten, glaube ich, irgendwann auch mal jemanden da und haben einfach auch gesucht, weil wir noch eine Stewardess brauchten, und da hatten wir dann, glaube ich, auch mal zum Teil mal einen Caster kurz mit drin, aber das meiste haben wir einfach selber versucht, übers Netz zu suchen und uns Abende, Nächte, Tage lang einfach verschiedenste Gesichter angeschaut und ja. Okay, und dann zum Probenprozess. Du sagtest eben, das hat 3 Monate zumindest mit Arash gedauert. Warum? Darf ich da auch mal... Also hallo erstmal, und wir haben uns, also Stefan hat mich angerufen am 1. Mai 2011, da saß ich an der Alster, das war ein ganz windiger Tag und es hat so, es gingen die Wogen so, und dann hat er mich angerufen und mir das vorgeschlagen. Dann haben wir uns kurz danach getroffen und also Mitte Juni haben wir etwa angefangen, uns regelmäßig zu treffen, und was du jetzt gerade erzählt hast mit dem Treppen und viel drüber reden und
kennenlernen und all das. Proben konnten wir, geprobt haben wir dann, als wir uns zurückgezogen haben, auch mal aufs Land und so, und dann mal eine Woche Zeit hatten, wirklich täglich ein paar Stunden zu proben. Die anderen Sachen waren eher so ein, die anderen Treffen waren eher so ein Reden und so, das war keine richtige Probensituation. Das sage ich jetzt, um mich zu entlasten. Ne? Also nicht, dass du denkst, ich brauche da 25.000 Proben. Aber wir haben dann also diese zwei Probenblöcke gehabt, zweimal, einmal, das weiß ich noch ziemlich genau, vom 15. Juli bis eine Woche später. Da kam gerade die Nachricht von Breivik, als ich den Hof verlassen habe. Und das war echt die Hölle und so. Aber es hat alles mit reingespielt. Also man hat sich so 3 Monate lang ausschließlich damit beschäftigt. Zweimal eine Woche Intensivproben. Dann kam der Hauptdarsteller, mein Co-Darsteller und echt guter Mensch, will ich jetzt mal behaupten, guter Mann. Und der Ulrich Mattes, so ein älterer Schauspieler, der dann halt so einen jüngeren, unerfahrenen Schauspieler an die Hand nimmt und das Ganze macht und so. Mit dem hatten wir dann nämlich auch nochmal ein paar Tage. Genau, dann hatten wir halt auch ein paar Tage mit dem nochmal zum Proben und so. Also, ja. Also das ist halt ein echter Luxus gewesen. Also zweimal eine Woche intensiv proben zu können und dann nochmal 2-3 Tage mit dem Schauspieler, der dann relativ spät kam, nochmal proben zu können. Das ist so, ja. Und nochmal sozusagen zum Stand des Drehbuches, damit. Danke. Also diese 3 Monate Probe war wirklich nicht, weil es das jetzt brauchte, sondern weil das war der Prozess. Die erste Fassung des Drehbuchs hatte ich während der Berlinale wirklich in 4 Nächten, also man kann es nicht anders sagen, als hingerotzt. Und die war wirklich völlig unansehnlich und darauf haben wir dann gearbeitet. Und es hat sich quasi, wir haben eine Woche geprobt und wir haben es dann neu geschrieben, haben die nächste Fassung. Die hat sich zum Teil, hat sich das auch maßgeblich immer geändert zwischen den Fassungen. Also das Proben, die Arbeit an den Figuren, die Arbeit auch vor allem an dem Vorfall. Es ist ja eigentlich, ist der Film so eine Art Grenzsuche zwischen der journalistischen Aufarbeitung und der emotionalen Verstehbarmachung. Und an dieser Grenze, die ist unheimlich schwierig zu finden, dass es nicht zu erzählerisch wird und dass es nicht zu effektheischerisch wird. Und an der Grenze haben wir uns mit den Proben wirklich in einem sehr, sehr befriedigenden Prozess auch rangetastet. Genau, also wir hatten dann einfach auch uns mal einen Tag hingesetzt mit einer Fassung und haben einfach mal gespielt und haben einfach mal geguckt, so was geht nicht. Und dann gab es einfach auch Sachen, wo Arash gesagt hat, so geht's einfach nicht, so das funktioniert nicht. Und dann haben wir da geguckt, wie funktioniert es besser, wie ist es richtig. Und meistens, wenn man es dann richtig hat, dann ist das ja auch irgendwie sofort gleich. Also man fühlt es einfach so, ja, jetzt ist es tatsächlich auf dem Weg. Aber du hast auch, das Zitat habe ich tatsächlich von dir gelesen, irgendwo, ich weiß nicht wo, aber dass du gesagt hast, dass dieser Film wäre auch eine Fortführung einer Theaterarbeit. Das wäre eben auch eine Grenze zwischen theatraler Arbeit und filmischer Arbeit. Wie hast du das gemeint oder was kommt dem so nah? Eben durch dieses Proben, durch diese Zeit haben, sich an einem Projekt wirklich zu arbeiten, nicht vorher ein Drehbuch, sondern zu haben und zu sagen, so, jetzt treffen wir uns, haben eine Leseprobe und dann drehen wir los, sondern wirklich zu sagen, wir haben die Zeit, das Ganze mit dem Schauspieler zu entwickeln, was ich glaube eher unnormal ist in der Filmbranche. Was auch immer das war. Geht es noch? Ja. Vielleicht habe ich irgendwelche Strahlungen. Wer weiß. Genau, was eher unnormal ist, glaube ich, und dass man einfach diese Zeit hat, mit dem Schauspieler wirklich was zu erarbeiten und zu gucken, was ist richtig, was nicht. Und auch, ich glaube, wenn wir das hätten wenn Arash hätte einfach nur von heute auf morgen da das machen müssen, dann wäre es einfach nicht das gewesen, weil das Drehbuch wäre nicht an dem Punkt gewesen, wo wir es hätten eigentlich filmen können, und Arash wäre auch nicht an dem Punkt gewesen und ich wäre nicht an dem Punkt gewesen. Es war einfach so ein, ja, so ein Miteinander, wo wir einfach das Gefühl hatten, so wir brauchen diese Zeit, um was zu entwickeln, um uns da reinzufühlen, um zu gucken, wo der Weg ist, und das gemeinsam. Und das ist ja beim Proben im Theater meistens der Fall, dass man ganz viel mit den Schauspielern auch guckt und dann nochmal was umstellt und wieder über den Haufen schmeißt. Und ja. Habt ihr denn zu einem anderen Thema... Funktioniert das? Das funktioniert. Das ist kaputt. Das hat, ich bin nicht schuld. Habt ihr denn zu dieser, also wollt ihr diese Art von Arbeit fortführen und habt ihr dazu eine neue Projektidee, oder ist das erstmal jetzt so ein Versuch gewesen und jetzt widmet sich jeder wieder seinen eigenen Sachen? Ja, also der Ansatz ist ja eigentlich auch fast schon wieder ein bisschen von einem Produzentenstandpunkt ausgedacht, aber ja auch ein sehr billiger. Man kann nämlich vorher den Film auf den Stand bringen. Wir haben Kundus in 10 Tagen gedreht
was eine sehr, sehr sportliche Leistung war, weil wir haben diese ganzen emotionalen Takes auch alle fast 15 Minuten durchgetaked, um dann über die Dauer des Takes auch an die Emotionalität ranzukommen. Und diese Art von Arbeiten, die finde ich schon wirklich sehr, sehr faszinierend. Es war dann eines der Projekte, was man in diese Richtung fortführen könnte, wäre ein Film zu versuchen, wirklich an einem Tag zu drehen, in einer Situation, in der vielleicht die Möglichkeit, mehrere Kameras einzusetzen, das erlaubt, dass man Geschichten ineinander fließen lässt, wo verschiedene vorher erarbeitete Geschichten dann an einem Tag gedreht werden und zusammenlaufen. Und so eine, ich finde, da ist viel Spannendes möglich durch auch Fortschritte in Kameratechnik. Wir haben ja auch Teile auf dem iPhone gedreht und da ist wirklich viel an neuer Ästhetik drin, mit der man spielen kann und wo es noch eine ganze Semiotik drumherum zu ergründen gibt und zu erfinden gibt auch. Und das ist wirklich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und würdet ihr auch wieder zusammenarbeiten wollen? Also wart ihr zusammen auch am Set oder wart ihr nur in der Vorarbeit? Nee, wir waren zusammen am Set und haben das richtig kommt zusammen. Kommt im Moment der Wahrheit? Nein, wir waren zusammen am Set, auf jeden Fall. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich glaube, dass es auch sehr hilfreich ist, einfach wenn man sich so gut kennt und so viel voneinander weiß, dass man einfach sich einfach oft auch ohne Worte versteht oder weiß, was gemeint ist, wenn man nur kurz sprechen muss. Und das ist erleichtert vielleicht auch viel. Und wie war die Arbeitsteilung dann am Set? Also ich meine, ich stelle mir das als Schauspieler verwirrend vor, wenn ich... War es, glaube ich, auch manchmal erstmal oder nicht? Nee, war es nicht. Gut. Das war... Ich glaube, wir hatten uns immer erstmal versucht, darauf zu einigen, dass Stefan vor allen Dingen die Bildregie hauptsächlich macht, weil ich damit mich gar nicht richtig auskenne und auch gar nicht weiß, auf was man da achten muss und auf was nicht. Und dann habe ich eben viel mit den Schauspielern auch gesprochen und das ist dann aber beim tatsächlichen Drehen war das dann doch auch, dass wir aber einfach gemeinsam da saßen und mit dem jeweiligen Schauspieler einfach gemeinsam gesprochen haben. Das war dann, ja. Das fühlte sich für mich tatsächlich immer ein bisschen so an, wie wenn ich weiß, was für diesen Film vielleicht ganz gut wäre und sie weiß, wie man da hinkommt. Das war vielleicht so eine Art und Weise, wie wir uns ergänzt haben, weil die Arbeit mit den Schauspielern dann einfach auch was Besonderes ist. Die sehr Spaß macht, aber die ja manchmal alle an ihre Grenzen bringt, vor allem bei so einem emotionalen Projekt wie denen. Gab es denn auch tatsächlich mal zwischendurch Verständigungsprobleme und eben nicht hundertprozentiges, kuscheliges, sich gegenseitiges Verstehen, also dass man sich dann auch geliehen hat und gesagt hat, der Schauspieler will jetzt das und hat nicht verstanden, was ihr wolltet oder umgekehrt? Vielleicht hat man dich erhascht. Das ist schwer aus der Erinnerung zu erzählen, ganz ehrlich. Man behält da unterschiedliche Sachen. Es ist echt so. Schwierigkeiten gibt es immer, natürlich. Aber also ich sag's dir schon, das ist Luxus, auf diese Arbeit, auf diese Art und Weise arbeiten zu können. Und ganz schwierig zu antworten. Also ich kann nichts richtig, richtig Negatives sagen darüber. Außer dass ich. Da muss die Frage konkreter kommen, Christiane, meine Liebe, das geht so nicht. Das ist, ja, ich habe es falsch verstanden. Verständigung. Wenn ich mal euren Streit kurz schlichten darf. Man muss also wirklich auch verstehen, wir sind wirklich mit einem fertigen Film ans Set gekommen. Genau. Das war wirklich das Besondere dieses Projektes. Wir wussten vorher, wir hatten so wenig Zeit am Set, dass wir eigentlich... Zumindest, es gab dieses Kernteam, das bestand aus uns, also sozusagen dem Ensemble, die jetzt auch nicht hier alle oben sitzen, und Sin noch mit dabei. Und eigentlich hatten wir einen Film fertig, als wir dahin gegangen sind zum Drehen. Das war eben der große Vorteil dieser Probenphase. Wie gesagt, aus Produzentensicht unglaublich günstig, aus kreativer Sicht auch sehr, sehr befriedigend, weil man davor viel Zeit hatte, sich zu streiten und viel Zeit, genau, auszuprobieren. Genau. Und ich... Okay. Schade. Entschuldigung. Kein Problem. Entschuldigung. Könnt ihr euch als Theater, Filmemacher etwas Besonderes von der Branche, von euren Kollegen, von den Sendern, von den Förderern, um die Arbeit, die ihr angeschoben habt, ihr könnt ja nicht noch nämlich auf so eine wahnsinnige Vergangenheit, Berufsvergangenheit gucken, dass ihr
so weiterarbeiten könnt oder irgendwie, was du eben beschrieben hast mit einem Film, den man an einem Tag dreht. Aber dazu braucht man natürlich mehr Vorbereitungszeit, weniger Drehzeit. Was würdet ihr euch da wünschen, wo es da hingehen sollte? Also für mich ist ganz klar, was ich kann ja nur für die Filmbranche sprechen. Ich finde, was die Hamburger Filmförderung da macht, ist extrem mutig und auch sehr funktioniert super. Und da kann es eigentlich nur so weitergehen, weil da ist auch eine Teilung da zwischen Prestigeprojekten und Projekten, die auch wirklich schwierig sind. Und die kommen auch immer wieder, kommen die schwierigen Projekte durch. Ich würde mir von Sendern ein bisschen mehr Mut wünschen. Also ich habe auch Dinge gehört wie, also wenn du so einen politischen Film irgendwo öffentlich zeigst, dann machst du danach nie wieder einen Film. Und sowas ist natürlich schon auch irgendwie schwierig. Also ein bisschen mehr Mut vielleicht auf Seiten derer, die damit auch wirklich Geld verdienen. Und ein großes Lob hier an die Hamburger Filmförderung, die uns da so großartig unterstützt hat. Schauspieler, die die Lust und die Zeit haben, sich auf sowas einzulassen, sowas auch, ja, eben nicht nur für die Drehzeit da zu sein, sondern auch nochmal das Doppelte von der Drehzeit an Proben und Arbeit einfach dran zu hängen. Die Mischung von der Theaterarbeit zur Filmarbeit, ist das auch das, was euch weiter interessiert oder muss das jetzt nicht zwangsläufig? Das muss nicht zwangsläufig, also ich gehe auch gerne einfach nur in die Theaterrichtung, aber ich habe auch total Spaß dabei gehabt und mache sowas auch gerne nochmal, also definitiv. Super. Der Film heute Abend ist ausverkauft, deshalb brauche ich ihn gar nicht mehr zu empfehlen. Aber wenn jetzt noch Plätze da wären, Samstag im Cinemax 4 um... Genau. Oh, genau, Samstag im Cinemax um 17 Uhr. Aber was würdet ihr, oder was wollt ihr den Menschen auf den Weg geben, warum sie sich diesen Film anschauen sollten? Und was ist euer Wunsch ans Publikum? Außer, dass Ihnen der Film gefällt, aber was so im Nachhall? Also, was wir mit diesem Film wirklich versucht haben, ist, Krieg erfahrbar zu machen jenseits der Bilder. Wir alle kennen die Bilder von Toten und von zerfetzten Panzern und Explosionen. Das ist alles nicht mehr, dem ist man müde, es ist man leid, es erzählt uns nichts mehr über Krieg. Und ich glaube, wir waren auf der Suche nach einer Ebene, auf der man Krieg noch wirklich erfahrbar und mitspürbar machen kann. Und wenn ihr euch diesen Film angucken sollt, dann, weil ihr auch Lust darauf habt, einfach euch auf dieses emotionale Abenteuer einzulassen. Das ist es nämlich tatsächlich. Es ist ein anstrengender Film auf eine hoffentlich sehr, sehr positive Weise. Und was wir uns konkret wünschen würden, ist Handys aus. Handys aus und einfach drauf einlassen. Das ist, glaube ich, das, was man dem Film nur mitgeben kann. Einlassen, das würde ich auch sofort unterschreiben. Drauf einlassen. Okay, wir sind ja hier vom Verband der Film- und Fernsehschauspieler oder der Schauspieler. Deshalb sitzen wir hier. Danke auch nochmal ans Filmfest, dass wir hier sein dürfen. Jeden Abend um 18 Uhr, 18:38. Kennt ihr die Arbeit des BFFS? Ja, tatsächlich ja. Auch durch viele sehr positive Erfahrungen, Gespräche auch mit Schauspielern, die das alle tatsächlich sehr gelobt haben. Ich glaube, wir haben auch mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du jetzt da drin bist. Es kostet ja auch immer ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch für... Mindestens 120 Euro im Jahr, aber dafür bekommt man ja auch ein bisschen. Bestimmt, ja. Und was würdet ihr, was würdet ihr dem Verband raten, wünschen für die nächsten, wie gibt es jetzt seit 6,5 Jahren, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann nochmal 60. Engagiert euch selber auch in Verbänden, also zum Beispiel im Produzentenverband oder im Regieverband? Naja, für Verbände fehlt mir das Geld und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich jetzt gerade auch noch nicht so, ich arbeite noch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle und da ist es, darüber komme ich nur, wenn ich selber irgendwelche verrückten Sachen mache. So. Wir haben jetzt noch eine Minute und vielleicht kriegen wir noch eine zweite, weil wir ja zwei Leute hier auf dem Podium haben. Wer hat Fragen aus dem Publikum? Hallo, mich würde interessieren, warum ihr diese Minutenzahl, also ihr habt 60 Minuten, glaube ich, gewählt, habt ihr das gewählt, um dadurch auch nochmals auszuschießen oder nochmal interessanter zu machen, eure Sendezeit? Naja, also primär dauert ein Film eigentlich so lange, wie er dauert. Es gibt, finde ich, eine Zeit, man kann einen Film formatieren für 90 Minuten und so, aber uns ging es darum zu gucken, was das Thema
wir wollten dem Thema treu sein und nicht irgendwelchen Sendeformaten. Und dann ist es tatsächlich schon auch so, dass sich 60-minütige gerade auch Sendeformate auftun. Und wir durchaus auch die Hoffnung haben, dass man den Film auch wirklich im Paket vielleicht mit Dokumentation zu dem Thema vielleicht auch tatsächlich im Fernsehen gut unterbringen. Oder auch eine Kino, wir werden im nächsten Jahr eine Kinoreise machen und da ist es dann auch gut, dann ist es halt 60 Minuten Film und 30 Minuten Gespräch darüber. Das ist schon auch ein Film, der sehr dem Thema folgt und eben nicht der Idee, jetzt irgendwas zu formatieren. Ich soll nachfragen, ob der junge Mann Single ist da hinten. Arash? Soll ich darauf antworten? Das muss er selber machen. Hey Luke, ich bin doch mit dir verheiratet, das weißt du doch. Das ist die einzig wahre Antwort. Gibt es noch eine ernstzunehmende Frage aus dem Publikum? Der ein Drehtag will. Soll aber nicht mit einem Drehtag vergütet werden. Doch. Aber man braucht dafür ja auch mehr Leute. Also das ist ja dann für, ja, es geht um eine Situation in einem Stau. Ich bin ganz schnell in einem Stau und da kommen mehrere Lebensgeschichten zusammen und dann braucht man natürlich viele, 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 viele Menschen, die alle davor auch schon arbeiten. Also das wird trotzdem dann Geld kosten. Aber ja, ein Drehtag. Gut, unsere Zeit ist um und wir müssen ja... Oh, Entschuldigung, Simona. Ich wollte nur noch sagen, ein Drehtag und sehr viele Kameras werden dazu auch wirklich benötigt. Und 3 Monate Probenzeit. Und nur Schauspieler vom BFS. Also wir müssen leider abschließen, weil wir ganz schnell ins Kino düsen müssen. Um 19 Uhr ist der Start. Ich soll aber noch darauf hinweisen, dass morgen am Mittwoch, den 3.10.2012, Martin May, der dort drüben an der Kamera steht, mit Lars Kraume sprechen wird zum Tatort Im Namen des Vaters. Toll, dass ihr alle da wart. Die Hütte war wieder voll und bis die Tage. Und wie jeder vor mir, habe ich es auch vergessen, es gibt ein Geschenk mit unserem Plakat aus der Plakataktion Hamburg, deine Perlen, mit sämtlichen Schauspielern des BFFS aus Hamburg und Region.